Im heutigen Markenflüster geht es um Fakten, vor allem aber um alternative Fakten. Und damit allerherzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Markenflüster. Wir haben heute in Sachen Fakten wieder mal eigentlich nur zwei Themen, die relevant sind, obwohl das dritte Großthema, das ja an den Märkten immer wieder eine Rolle spielt, die Fed, heute sehr aktiv war. Endlos viele Fed-Speaker, Clarida, wie sie alle heißen, Ballard, alle waren am Start, haben sich geäußert, aber so richtig Wegweisendes ist dabei nicht gesagt worden. Deswegen konzentriert sich das Geschehen auf zwei Dinge. Einmal diese Ukraine-Geschichte mit Donald Trump und auf den Handelskrieg. Fangen wir mal mit der Ukraine-Geschichte an. Da ist ja heute veröffentlicht worden dieses Whistleblower-Dokument, das eben lange jetzt sozusagen zurückgehalten wurde. Jetzt ist es veröffentlicht worden. Und das der Kernpunkt dieser ganzen Geschichte ist die Aussage, dass hier, dass der Präsident praktisch seinen Amtsapparat dazu nutzte, um sich hier Vorteile für die Wahl im Jahr 2020 zu verschaffen. Genau das ist der Vorwurf, der hier im Raum steht. Man muss vielleicht mal denjenigen sagen, die gerne an alternative Fakten glauben, das sind in der Regel auch Trump-Anhänger, wie die Sache wirklich dasteht oder wie die Lage wirklich ist in Sachen Joe Biden. Der Sohn von Joe Biden ist ja bei einem ukrainischen Gaskonzern Burisma im Aufsichtsrat. Normalerweise hat der Aufsichtsrat nicht so wahnsinnig viel zu sagen in russischen oder ukrainischen Firmen, aber sei es drum, jedenfalls hatte damals der Generalstaatsanwalt der Ukraine Untersuchungen gegen Burisma eingeleitet, dann aber beendet. Und dann kam später die Forderung von Joe Biden, dass dieser Generalstaatsanwalt spätestens in 6 Wochen zurückgetreten müsse. Nun muss man wissen, dass sowohl Deutschland als auch alle anderen westlichen Staaten inklusive der USA die Absetzung dieses Generalstaatsanwalts gefordert hatten, weil er als total korrupt galt, als ein Mann der alten Ära noch unter Janukowitsch. Also es war nicht nur Joe Biden, der sich hat einfallen lassen, okay, ich will, dass dieser Mann weg ist. Der hat ein Limit gegeben, ein zeitliches Limit der Ukraine und damals wirklich das auch an die Auszahlung von Hilfsgeldern gekoppelt. Das ist absolut richtig und wir wissen nicht, ob Hunter Biden, der Sohn von Joe Biden, Dreck am Stecken hat oder nicht. Das ist nicht erwiesen, jedenfalls erwiesen ist, dass die Generalstaatsanwaltschaft, der Generalstaatsanwalt damals die Ermittlungen bereits eingestellt hatte im Vorfeld. Es ist also nicht so, wie immer wieder behauptet wird, dass eben hier unterbunden werden sollte, diese Ermittlungen gegen Hunter Biden. Es ist schlichtweg einfach falsch. Und wie gesagt, entscheidend ist, dass die westlichen Staaten insgesamt schon lange ultimativ gefordert hatten, dieser Mann muss weg, das ist ein Mann der alten Ära. Und so kam es dann auch, das ist sozusagen Stand der Dinge. Dementsprechend ist natürlich es mindestens ein Geschmäckle, wenn nicht mehr, wenn Donald Trump sagt, ja, ich schicke euch den Ralph Giuliani, meinen persönlichen Anwalt und meinen Justizminister, damit die mal gucken, ob wir da nicht noch was finden in Sachen Hunter Biden und indirekt dann auch Joe Biden. Joe Biden ist übrigens in der Gunst der Wähler nach neuesten Umfragen deutlich jetzt hinter Elizabeth Warren zurückgefallen. Also dieses Ziel hatte Donald Trump schon erreicht, aber er hat jetzt ein anderes Problem, weil dieser Whistleblower-Bericht eben nicht wirklich jetzt Klarheit schafft. Wir hatten dann auch die Anhörung von Joseph McGuire, der Geheimdienstedirektor, der auch nicht wahnsinnig viel Erhellendes beitragen konnte. Jedenfalls ist es schlichtweg jetzt so, dass eben die Tür geöffnet ist für weitere innenpolitische Spannungen. Es ist also der Vorwurf alles andere als aus dem Weg geräumt, aber es ist eben auch noch nichts wirklich jetzt definitiv klar, ob es dieses Impeachment-Verfahren geben wird. Die Tür ist offen, aber es ist die Frage, ob man durch diese Tür gehen wird. Viele sagen oft, ich würde Trump-Bashing betreiben. Das sehe ich nicht so. Ich halte Trump teilweise für eine ganz coole Socke eigentlich. Halte es auch für legitim, dass er Amerika wieder industrialisieren will, reindustrialisieren will, dass er versuchen will, die Amerikaner als Nation Nummer 1 in der Welt zu etablieren. Das ist aus amerikanischer Sicht natürlich total legitim. Ich glaube nur, dass er Methoden wählt, hier, die absolut oldschool sind, aus dem 20. Jahrhundert stammen, nämlich aus den 1930er Jahren mit Zöllen etc. Das kann nicht gut gehen, das wird nicht gut gehen, das ist damals nicht gut gegangen. Es hat damals zu massiven Einbrüchen der Wirtschaft geführt, hat jetzt schon zu massiven Einbrüchen der Wirtschaft geführt. Wir waren schon über den Konjunkturhochpunkt hinaus, als der Handelskrieg begann, aber das Ganze hat die Situation beschleunigt und wird auch in Deutschland viele Menschen, nämlich der Trump'sche Handelskrieg, viele Menschen den Job kosten. Das muss man einfach auch mal so direkt sagen, liebe Trump-Freunde, die ihr
ja in der Regel auch einen gewissen Hang zu alternativen Fakten habt, in dem sozusagen nicht wirklich klar getrennt wird zwischen dem, was nachweisbar ist und das, was einfach mal behauptet wird. Und dementsprechend ist nach meiner Auffassung Trump derjenige, der den relativen Abstieg der Amerikaner, der so oder so passiert, wahrscheinlich noch beschleunigt, weil er sozusagen die Dinge dermaßen auf die Spitze treibt, dass die Amerikaner eher schneller als langsamer ein Problem bekommen werden. Das ist die ganze Geschichte jetzt erstmal in Sachen Trump und der Ukraine. Kommen wir zum Handelskrieg. Da gab es heute schlechte Laune an der Wall Street nach einem Bericht, wonach die USA wohl diese Waiver, diese Ausnahmegenehmigungen nicht verlängern werden. Noch gehen ja diese Ausnahmegenehmigungen bis kurz vor Weihnachten, damit das Weihnachtsgeschäft davon nicht betroffen ist. Dann aber soll das nicht verlängert werden. Das hat die Semiconductor-Aktien unter Druck gebracht. Wir haben heute auch den Bericht, dass China Washington vorwirft, Anti-China-Sentiment in Hongkong zu schüren. Also sozusagen da letztendlich hinter diesen Demonstranten zu stehen, antichinesische Ressentiments in Hongkong zu schüren, etc., etc. All das widerspricht so ein bisschen diesen Aussagen, die Donald Trump gestern gemacht hat. Das sind wahrscheinlich alternative Fakten. We are getting closer and closer. Und die Leute wissen gar nicht oder glauben gar nicht, wie nahe wir an einem Deal sind. Ja, die Chinesen haben heute gesagt, wir erkundigen uns schon nach Preisen für Schweinefleisch etc. etc. Ist ja alles schön und gut. Die Chinesen glauben, damit durchzukommen, wenn sie einfach viele Landwirtschaftsprodukte kaufen. Aber sie werden sagen, Leute, Huawei, wenn das hier nicht diese rote Linie weiter überschritten bleibt mit Huawei, wenn die Zölle bestehen bleiben, dann werden wir wahrscheinlich auch nicht mal einen Plastikdeal machen. Genau das ist der Punkt. Aber dann auftritt natürlich Larry Kudlow, der Schönredner von Sid Donald. Der hat dann wieder mal hier gesagt, ja, die Aktionen der Chinesen in den Commodity Markets, also Landwirtschaftsprodukte vor allem, die seien sehr positiv. Wir bräuchten für einen Deal keine Zustimmung des Kongresses. Das stimmt wohl. Und hier die neuesten oder jüngsten Käufe von Sojabohnen durch die Chinesen, das schaffe sozusagen gute Voraussetzungen etc. etc. Alles richtig, aber eben die Fakten bleiben so, dass wir die Zölle haben. Erster Punkt, dass wenn jetzt nichts passiert, die Zölle weiter steigen. Zweiter Punkt, das kann vielleicht verhindert werden, aber die Zölle sind da. Die Unsicherheit ist da und diese Unsicherheit, die schlägt sich eben schon sehr, sehr stark auf die Wirtschaft nieder. Zum Beispiel auf den amerikanischen Konsumenten, the last man standing sozusagen. Hier gibt es allerdings jetzt schon Untersuchungen, dass die Amerikaner bei Halloween, bei den Halloween-Feierlichkeiten, die in den USA sehr, sehr wichtig sind, weniger ausgeben werden als im Vorjahr. The ongoing trade war with China is causing uncertainty among American consumers. Also die Amerikaner selbst sind verunsichert durch diesen Handelskrieg, werden weniger konsumieren. Wir haben die Verbraucherstimmungen in Michigan wie auch Conference Board zuletzt ja deutlich fallen sehen. Da ist man in Sorge und die Amerikaner sind ja absolut dienstleistungsgetrieben. Hier sehen wir Wirtschaften in der Welt, die mehr als 70% ihres BIP in Dienstleistungen haben. Und da ist die USA die Nummer 1. Frankreich übrigens auch ganz vorne dabei, erstaunlicherweise. Schweden auch mit dabei, Australien. Aber an Nummer 1 die Amerikaner, die also von diesem Binnenkonsum sehr, sehr stark abhängig sind. Und wenn der Konsum nicht mehr funktioniert, dann haben wir da ein Thema. Konsum ist meistens ein Synonym für Dienstleistungen. Und wir haben überraschenderweise, oder das ist sozusagen das, was auffällig ist, wir haben im Manufacturing-Bereich, also im produzierenden Gewerbe, ist in den USA nur 17% aller Firmen. Da haben wir die massiven Einbrüche hier hellblau. Aber der Non-Manufacturing ISM, also der Dienstleistungssektor, Konsumsektor könnte man fast auch umschreiben, hält sich besser. Selbst in Deutschland ist das hier rechte Grafik der Fall, in den USA sowieso. Also das ist genau der Punkt. Gibt es jetzt diese Infektion vom Manufacturing, von der Produktion in die Dienstleistung, in den Servicebereich rein? Ja oder nein? Das wird die große Frage sein, die darüber entscheidet, wie es weitergehen wird mit der Wirtschaft. Wir sehen aber jetzt schon, dass obwohl die Arbeitslosenquote in den USA deutlich sinkt oder gesunken ist, wir einen recht deutlichen Anstieg auch der sogenannten Delinquency Rate bei Consumer Loans haben, also praktisch der Ausfallraten bei Konsumkrediten oder Konsumentenkrediten genauer gesagt. Und das ist eben jetzt das Zentrale. Wann schlägt das um? Wird das umschlagen? Wird auch der Arbeitsmarkt irgendwann betroffen sein? Wir haben heute die Erstanträge Arbeitslosenhilfe gesehen, die wieder sehr anständig waren in den USA und gute Hausmarktdaten, wieder anstehende Hausverkäufe, nachdem gestern die Daten auch schon stark waren von den Neubauverkäufen. Schauen wir rein in die Charts von Capital.com. Wie immer, hier sehen wir den Dow Jones 26.893, Versuch der Erholung nach dem Abverkauf hier, der dann erstens
ausgelöst war eben durch, diesen Whistleblower-Bericht. Das hat das Risk-Sentiment so ein bisschen gedämpft. Dann die Erholung jetzt möglicherweise, weil die Worte von Larry Kudlow wieder im Ohr klingen. Positiv, positiv, positiv. Alternative Fakten ist sozusagen der Trump-Regierung. Schauen wir uns den S&P 500 an, der jetzt hier im größeren Zeitfenster im Tageschart nach wie vor diese Top-Formation hat. Kommen wir drüber, wäre mehr drin. Kommen wir nicht drüber, dann wird es irgendwann nach unten gehen. Der DAX hält sich seitwärts, 12.293. Wir sehen, dass der Euro das Tief, das wir schon jetzt im September mal erreicht hatten, wieder angesteuert hat im Bereich 1.925. Wir sind aktuell bei 1.0933, also nach wie vor Dollarstärke, nach wie vor Euro-Schwäche, auch durch den Rücktritt von Sabine Lautenschläger oder den vorzeitigen Abschied von Lautenschläger aus der EZB, die schlichtweg sich sagt wohl, naja, unter Lagarde wird sich nichts ändern. Es wird vielleicht sogar noch krasser als unter Draghi. Hier sehen wir den Goldpreis 1507, praktisch seitwärts seit dem Abverkauf. Und wir sehen amerikanisches Crude Oil unter der 56er Marke. Also Fakten und alternative Fakten, das sollten wir auseinanderhalten. Fakt ist, dass sozusagen die Unruhe da ist in Washington, dass das Thema uns lange begleiten wird. Was auch immer dabei rauskommen wird, das werden wir sehen. Wir haben auf der anderen Seite zweites Großthema Handelsdeal-Hoffnungen. Landwirtschaftskäufe, schön, alles gut, aber eben die Fakten sind, dass die Zölle da sind, dass die Amerikaner diesen Wafer wahrscheinlich nicht verlangern werden für Huawei. All das bedeutet, dass man Huawei praktisch komplett sanktionieren wird. Das wird die Chinesen nicht gerade günstig stimmen, nach meiner Auffassung. Die wollen natürlich erstmal Ruhe jetzt haben vor dem 1. Oktober. Da beginnt ja die goldene Woche mit den Feierlichkeiten zur 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China. Also, das war's erstmal. Ich wünsche jetzt einen schönen Feierabend und sage Servus und ciao.